Moin zusammen! Endlich geht es weiter nach der kurzen Winterpause und gleich mit einem echten Kracher, wenn ich das mal so unbescheiden sagen darf. Denn ich hatte das große Vergnügen, mit dem Verhandlungsexperten Matthias Schranner zu sprechen, der seine Expertise als Geiselverhandler bei der Polizei gesammelt hat, ehe er sein eigenes Unternehmen, das Schranner Negotiation Institute, aufgebaut hat, mit welchem er heute Unternehmer und Politiker auf der ganzen Welt bei schwierigen und kritischen Verhandlungen berät. Entsprechend haben wir über ein breites Themenspektrum von der Psyche eines Geiselnehmers über die Brexit-Strategie Boris Johnsons bis zu kleinen Tipps und Tricks für jedermann im Berufs-, aber auch im privaten Alltag gesprochen. Wenn euch die Aufnahme gefällt, findet ihr alles Wichtige zu Matthias Schranner auf schranner.com und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, Herr Schranner. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Mich auch. Und ich fange mit einer Frage an, die ich schon vielen Gästen gestellt habe. Aber ich glaube, ohne übertreiben zu wollen, die Antwort war selten so spannend, nehme ich schon mal vorweg. Würden Sie einmal so nett sein, uns etwas von Ihrem Lebenslauf zu erzählen? Ja, sehr gerne. Ich habe mich spezialisiert auf das Führen von schwierigen Verhandlungen. Das basiert auf meiner Vergangenheit. Ich war früher Verhandlungsführer der Polizei. Ich habe Geiselnahmen verhandelt, Banküberfälle, Suizidversuche. Also immer dann, wenn es über das normale Maß der Kommunikation hinausgeht. Wie wird man sowas? Ich war früher selbst bei der Polizei, war die ersten Jahre bei der normalen Polizei. Dann war ich 6 Jahre bei der Drogenfahndung, also Drogen eingekauft, Drogen verkauft. Und war nach dem Studium dann wieder zurück zum Ministerium und bin dann zu diesem Spezialkommando für Verhandlungsführung gekommen. Habe insgesamt 6 Jahre lang bei der Polizei dann Leute ausgebildet für schwierige Verhandlungen und mich dann selbstständig gemacht, ein Institut aufgebaut mit Sitz in Zürich, mit Offices in New York, in Hongkong und in Dubai. Und wir sind das Institut, das man dann anruft, wenn man in einer Verhandlung nicht mehr weiter weiß. Sehr gut, auf das Institut kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Sie haben schon angedeutet, dass Sie bei der Polizei unterwegs waren. Wären Sie so nett, einmal so das Aufgabengebiet so ein bisschen abzugrenzen? Vielleicht nicht unbedingt die Drogenfahndung, sondern eher den Bereich der Geiselverhandlung? Ja, bei der Polizei ist es so, da war also ganz, ganz früher, als ich eingestellt worden bin, da war noch die Zeit, wo man gesagt hat, wenn die Polizei etwas sagt, dann ist es so, da braucht man nicht lange verhandeln. Dann hat man gemerkt, dass das nicht so funktioniert. Das war eine hochpolitische Zeit, als ich eingestellt worden bin. Also vielleicht kennt das noch jemand, so Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, Gorleben, Stadtbahn West in Frankfurt und so. Und dann hat man gesagt, man möchte einfach Konflikte früher bewältigen können, besser kommunikativ unterwegs sein und hat dann Psychologen eingestellt, damit die mit dem Polizeilichen gegenüber verhandeln, hat dann aber sehr schnell festgestellt, dass die keine Verbindung aufbauen können zu diesen Leuten, weil sie einfach schlicht nicht aus dieser Community kommen. Und dann hat man angefangen, Polizeibeamte, so wie mich, mit sehr viel Erfahrung, mit verschiedenen Aufgaben vorher, dann psychologisch zu schulen. Und da war ich dabei bei diesem ersten sogenannten Verhandlungskommando. Und wir sind dann ausgebildet worden, speziell für diese extrem schwierigen Verhandlungen. Auf der einen Seite in diesem Kommando, wenn was ist, dann hinzufahren und gleichzeitig auch Kolleginnen und Kollegen auszubilden für Verhandlungen. Sie haben gerade schon gesagt, es war eine hochpolitische Zeit, mal ein bisschen out of topic. Wären Sie lieber jetzt Polizist oder wären Sie lieber damals Polizist gewesen? Weil ich habe das Gefühl, gegenüber Polizisten ist es gerade auch eher wieder politisch geworden. Ja, es ist halt so eine, ich find's einfach unheimlich schade, dass die Leute, die sich für die Sicherheit einschätzen, wie Polizei oder Bundeswehr, dass die nicht den Respekt bekommen, den sie verdienen, wie ich finde. Also ich war vor kurzem, also vor Corona war ich noch in New York und dann habe ich gesagt, dass ich bei der Polizei war und da kommt einer auf mich zu und sagt, thank you for your service. Und ich so, was? Und der hat sich bei mir bedankt, dass ich 17 Jahre bei der Polizei war und für Sicherheit gesorgt habe. Und das habe ich in Deutschland noch nie gehört, dass sich einer bedankt, dass man für Sicherheit sorgt. Und was ich unheimlich schlimm finde, ist zum Beispiel,
wie die SPD-Vorsitzende, einfach mal so, ohne eine Ahnung von Polizei zu haben, ohne bei der Polizei dabei gewesen zu sein, ohne mit Leuten gesprochen zu haben, einfach mal so was rausposaunt, wie es gibt so diesen angeblichen latenten Rassismus bei der Polizei, um da wieder Wählerstimmen zu bekommen und diese Diskussion anzuheizen. Ich finde das so, so, so schäbig, weil ohne es zu wissen, ohne Beispiele zu haben, ja, es gibt immer Einzelfälle, die müssen natürlich verfolgt werden. Aber dafür gibt's ja auch Gerichte und Dienstaufsichtsbeschwerde und alles. Aber es einfach so zu sagen, ohne Bescheid zu wissen, das finde ich unheimlich schade. Selbige Dame war ja auch bei den Ereignissen in Leipzig relativ schnell mit dem Fazit zur Polizei. Ja, ganz genau. Also, und ich weiß nicht, was die Leute sich denken, weil es geht ja nicht nur um diese Kommentare zu Leipzig oder zu allgemeinen Punkten. Was so schwierig ist ja, dass man den Leuten, also den Bürgern, das Gefühl vermittelt, dass man den staatlichen Organen nicht trauen darf. Und das Wesenselement der Demokratie ist ja, dass man den Institutionen vertrauen kann, ja, also der Verwaltung oder eben der Exekutive. Und einfach so zu sagen, da gibt es einen latenten Rassismus, ich weiß nicht, ob die wirklich die Tragweite sehen von dem, was die anstellen. Ich glaube nicht. Ja, das ist das, was Sie gesagt haben, dass in den USA sagt vielleicht einer Thank you for your service und in Deutschland wird es einfach als, oder im deutschsprachigen Raum wird es einfach als selbstverständlich hingenommen, weil hier kann sich kaum einer mehr an Szenen erinnern in der deutschen Öffentlichkeit, wo es mal unsicher war. Ja, man geht nicht alleine nachts im Wald vielleicht, aber ansonsten fühlt man sich extrem sicher in Deutschland, aber das klappt ja nur wegen der starken Staatsmacht. Ja, sehe ich auch so. Und was einfach viele Leute nicht sehen, also ich weiß nicht, aus welchem sozialen Umfeld Sie kommen. Die meisten kommen ja aus einem normalen, sage ich mal, bürgerlichen Umfeld und denken, dass das überall so ist. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen. Es gibt einfach Menschen, für die Gewalt normal ist. Es gibt Menschen, die einfach schon aufgewachsen sind, die schon vom Papa geschlagen worden sind und die sagen, wenn ich etwas nicht bekomme, dann gebrauche ich Gewalt. Und es gibt einfach Leute, die anders denken, die ein anderes Wertesystem haben. Und dafür braucht man Polizei. Und dann einfach zu sagen, ja, die Polizei, latenter Rassismus, also das war definitiv falsch. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt unterschiedliche Arten Menschen. Und das wäre auch meine erste Frage in dem Bereich gewesen. Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt über diese Verhandlungstruppe der Polizei reden, insbesondere vielleicht den Bereich Geiselverhandlung? Was für eine Art Mensch möchte gerne Geiselverhandler werden und was für eine Art Mensch sollte es aber sein? Also das Auswahlverfahren ist ja sehr, sehr präzise. Man muss, um Geiselnehmer Verhandler zu werden, man muss sehr lange bei der Polizei gearbeitet haben, man muss verschiedene Aufgaben auch schon gemacht haben. Also ich war zum Beispiel eben bei der normalen Polizei, ich war bei der Drogenfahndung, ich war bei der Kripo, ich war bei organisierter Kriminalität, ich war im gehobenen Dienst, ich war Kriminaloberkommissar, als ich dazugekommen bin. Und das heißt, ich konnte einfach schon die Sprache der Straße, das konnte ich. Ich wusste, wie man mit Leuten reden muss, die aus einer anderen Community kommen, die ein anderes Wertesystem haben. Ich wusste, wie man auf diese Leute eingeht. Und ja, was muss ein Verhandlungsführer bei der Polizei können? Was sind so die Voraussetzungen? Man braucht einfach eine gewisse, ich sage es mal in Anführungszeichen, eine gewisse Coolness, dass man eben nicht gleich durchdreht bei solchen Einsätzen, weil natürlich der Stress sehr, sehr hoch ist, die Emotionen hochkochen. Und was ich gelernt habe, einfach auch mit meinen Kollegen damals, ist einfach so eine gewisse Ruhe reinzukriegen, selbst ruhig zu bleiben. Und diese Ruhe überträgt sich dann auch auf das Gegenüber und so kann man die Verhandlung auch führen. Aber die Ruhe zu behalten ist ja wahrscheinlich nicht einfach, wenn man wirklich de facto die Verantwortung für Leben und Tod anderer Menschen inne hat. Weil wenn man mal angenommen einen etwas leicht reizbaren Geiselnehmer vor sich hat und man versucht ruhig zu bleiben, bringt aber irgendwie das ein oder andere falsche Wort rein, dann kann es ja auch schnell mal nach hinten losgehen. Wie geht man mit dieser Verantwortung um und wie geht man vielleicht auch damit um, wenn man mal einen tödlichen Misserfolg landet? Also die zweite Frage kann ich als erstes beantworten. Es gibt ganz, ganz wenig tödliche Misserfolge. Es gibt
auch eine weltweite Statistik, egal auch in Amerika, wo man denkt, dass die ständig um sich ballern. Ja. Also 99% aller Konflikte, also Geiselnahme, Banküberfälle, werden tatsächlich ohne Gewalt gelöst. 99%? 99% weltweit. Und bei wie viel Prozent kommt der Geiselnehmer davon? Ja, das, ich behaupte ja, dass der Geiselnehmer festgenommen werden möchte. Ja. Ah, ist eine andere, ist eine da andere, frage ich gleich mal nach. Ist eine andere Strategie. Und ja, wie schafft man es, ruhig zu sein? Wie geht man mit dieser Verantwortung um? Ich habe das wirklich nie schlimm empfunden, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, der will was von mir. Und ich bin der Exekutiv, ich habe eine Waffe, ich habe einen ganzen Apparat hinter mir. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich in einer schlechten Verhandlungsposition bin. Sondern ich hatte immer das Gefühl, der will was von mir, lass uns reden. Also eigentlich sagt er ja, er ist in der Machtposition, weil er die Waffe und die Geisel hat, aber de facto haben sie gesagt, nein, du bist da eingesperrt in dem Raum, du hast zwar eine Geisel, aber egal was du machst, du kommst da nicht so einfach raus, nur wenn du mit mir kooperierst. Das heißt, sie haben sich in die Machtposition gebracht. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber ich hab's gewusst. Ja. Und bitte, es ist immer so, wenn der normale Mensch, der am Sonntagabend um 20.15 Uhr Tatort anschaut, wer so sein Wissen aus dem Fernsehen oder von Filmen hat, der glaubt, der ein Geiselnehmer ist, so dieser klassische böse Typ, so gewalttätige Karriere hinter sich, schwer bewaffnet, zu Bruce Willis, durchtrainiert, Unterhemd und so. Nee, ist er ja nicht. Sondern die meisten sind ja wirklich in einer ausweglosen Situation, oft unter Drogen, oft total emotional. Und also ich hatte tatsächlich nie das Gefühl, dass ich irgendwie einen super professionellen, durchdachten, super smarten Verhandlungspartner gegenüber habe, sondern eher jemand, der einfach nicht mehr weiter weiß, der total emotional und ja, einfach in einer schwierigen Situation ist. Und ich hatte eher das Gefühl, mein Job ist, dem zu helfen, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Haben Sie denn jemals einen Wiederholungstäter mal gehabt? Irgendeiner, der schon mal eine Geiselnahme hatte? Weil wenn Sie sagen 99%, ja? Ständig, ja. Weil die Community bleibt ja unter sich. Und das ist ja das Spannende, wenn ich Sie frage, Herr Reimers, wie oft haben Sie pro Jahr mit der Polizei zu tun? Und eben, Sie schütteln den Kopf. Ich sage mal, die meisten Menschen in unserer Community, wir haben mit der Polizei nie was zu tun. Ja. Ja. Also ich sage mal, so Parktickets oder so oder mal geblitzt werden, das macht ja auch nicht mehr die Polizei, das ist ja auch kommunale Überwachung. Richtig. Und mit normaler Polizei hat man doch nie was zu tun. Und es gibt aber eine Community, die ständig mit der Polizei zu tun hat. Und was ich so faszinierend finde, dass jeder da hingeht, wo er weiß, dass er hingehört. Also sie gehen halt in Restaurants und Bars, wenn es mal wieder geht mit Covid, wo sie wissen, dass sie die andere Community nicht treffen. Ja. Sie wissen zwar, wo die andere Community ist, aber sie gehen da nicht rein, ja? Weil sie denken, sie können da nicht dazu. Und das ist schon spannend dabei, dass sich diese Communities komplett getrennt in der gleichen Stadt bewegen. Und deshalb, die andere Community kommt ständig. Ja? Und da hat man tatsächlich Leute, die man öfter mal sieht. Also echte Parallelgesellschaften im Prinzip. Aus meiner Sicht ja. Und eine nicht sichtbare Parallelgesellschaft. Jetzt ist es ja aber auch so, Sie haben schon gesagt, was ist das Bild des durchschnittlichen Deutschen, der Tatort guckt, von einer Geiselnahme? Da denkt man jetzt an eine große Bank, wo 500 Polizisten drumherum stehen, alles abgesperrt und drin 30 Geiseln. Was ist das durchschnittliche Geiselszenario? Ja, sowas habe ich noch nie erlebt, nur im Fernsehen. Aber das, da immer das, wieder. Ja, klar. Das typische Szenario ist, dass jemand durch einen Familienstreit, durch einen Streit mit Angehörigen, mit Bekannten, in eine sehr, sehr emotionale Situation gekommen ist. Ein Wort gibt das andere, das Ding eskaliert, einer greift zum Messer, einer greift zu einer Waffe, wenn jemand hat. Und dann wird bedroht und dann ruft jemand an und sagt, fahrt da mal hin, da ist eine Geiselnahme. Also dieses 30 Leute in der Bank und 100 Polizisten drumherum. Also ich habe es nie erlebt. Ich kenne es nur vom Fernsehen. Ja. Okay, aber jetzt haben Sie ja schon gesagt, diese Geiselnehmer sind auch tendenziell eher, ich möchte nicht sagen labile Personen, aber auf jeden Fall Personen, die, wie Sie sagen, Aufmerksamkeit eigentlich auch irgendwo wollen.
Wie, Sie haben schon gesagt, Sie bringen Ruhe rein. Wie gehen Sie sonst mit denen um? Versuchen Sie wirklich aktiv, sich in sie reinzudenken oder versuchen Sie eher, sie als Objekt, als nächste Arbeitsaufgabe zu sehen? Ich glaube, was einfach wichtig ist dabei, das sind Menschen, die in Ausnahmesituationen sind und die fast alle unter Drogen stehen. Und ich denke mal, der Hauptgrund, warum ich ausgewählt worden bin für dieses Verhandlungskommando, ist ja, dass ich sehr viel Erfahrung mit Drogen habe. Nicht, weil ich selbst alle genommen habe, aber weil ich eben sehr lange mit Drogensüchtigen, mit Drogenabhängigen gearbeitet habe. Und ich traue mir schon zu, dass ich relativ schnell erkenne, wie mein Gegenüber so drauf ist. Also ist der zugekifft, ist der unter Koks, ist der unter Heroin. Und Drogen verändern ja die Wahrnehmung. Und die große Gefahr ist eben, dass ich denke, dass der denkt. Und das mache ich nie. Also ich mache mir nie Gedanken, was könnte der gerade denken. Ja? Sondern ich bleibe bei mir, ich habe für mich ein klares Ziel, habe eine klare Strategie. Ich verhandle, wie ich das möchte. Ich bin sehr respektvoll, sehr nett, sehr höflich, sehr positiv, immer gut. Ja? Wir kriegen alles hin. Aber ich führe die Verhandlung und ich mache mir nicht so viel Gedanken, wie es dem gerade geht. Jetzt, weil Sie nicht ganz so viel Zeit haben, mache ich mal einen grandiosen Übergang. Sie haben gesagt, jetzt haben Sie gesagt, wie Sie mit so einem Geiselnehmer verhandeln, der in einer eigentlich relativ schwachen Position ist, auch wenn man im ersten Moment denkt, er hat die Position der Stärke inne. Jetzt sind Sie aber Verhandlungsexperte für Wirtschaft, für Politik, also für ganz andere Situationen, wo einem nicht unbedingt, also vielleicht auch mal, aber nicht unbedingt die labilsten Personen gegenüber sitzen unter Heroin- und Kokaineinfluss. Wie viel konnten Sie von Ihrer Arbeit bei der Polizei 1:1 umsetzen und wie viel mussten Sie auch Neues lernen in dem neuen Umfeld? Die Verhandlungsführung an sich ist 1:1 umsetzbar, weil egal, ob ich jetzt mit einem Donald Trump oder mit einem Einkaufsleiter oder mit einem Geiselnehmer verhandle, die Verhandlungsstrategie ist ja die gleiche, die da heißt, hohe irrationale Forderungen, keine Kooperation. Die Verhandlungsstrategien kann man 1:1 umsetzen. Was ich lernen musste, ist, wie man sich eben im Business bewegt. Ich komme von der Polizei, ich war lange Zeit Beamter und ich musste mal lernen, was ist so die Sorge von einem CEO, wie denkt Key Account Manager, so Sachen musste ich lernen. Aber was mich schon überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wie schlecht die Verhandlungen im Business, wie grottenschlecht Verhandlungen im Business geführt werden. Also auch Unternehmen, die wirklich schwierige Verhandlungen zu führen haben, wie unglaublich schlecht vorbereitet die Leute sind, wie unglaublich emotional die Leute werden, dass kein Sicherheitsnetz gespannt ist in der Verhandlung, dass die Entscheidungsträger falsch eingeführt werden. Also es gibt unheimlich viele, wie ich meine, sehr, sehr schlechte Verhandlungspositionen, die man tatsächlich mit wenig Übung schon verbessern könnte. Aber ich meine, wenn man nicht gerade beim Schraner Negotiation Institut war, dann ist es ja auch so, dass man wenig Kontakt mit echtem Lehrmaterial zum Thema Verhandlungen hat. Also fast jeder muss ja in seinem Arbeitsalltag mal verhandeln. Wir Deutschen müssen uns im privaten Umfeld relativ wenig verhandeln. Und in keinem BWL-Studium habe ich je davon gehört, dass es ein Fach Verhandlungsführung oder Ähnliches gibt. Das heißt, die Vorbereitung noch des höchsten Managers ist ja einfach nur seine eigene, sehr beschränkte Empirie. Und von daher macht es ja eigentlich auch Sinn, dass die meisten nicht wirklich wissen, mit welchen kleinen Kniffs man sich vorbereiten kann. Ich glaube, es sind zwei Elemente. Das eine ist tatsächlich, dass man nirgends lernt zu verhandeln. Und ich bin auch an der Universität in St. Gallen übrigens, weil es in Deutschland nie einen Auftrag für mich gab an der Universität, weil in Deutschland das überhaupt nicht gelehrt wird. Scheinbar brauchen die das nicht. Und also in Deutschland oder in deutschsprachigen Kultur gibt es keine Lust auf die Verhandlung. Also man sieht die Verhandlung nicht als Möglichkeit zu zeigen, wie gut man ist, nicht als Möglichkeit, mal was Neues auszuprobieren, neue Elemente einzubringen. Man sieht eine Verhandlung immer als etwas, was man tun muss. Also alle meine Kunden sagen, ich muss verhandeln. Es hat noch keiner gesagt, hey, cool, ja, da kommt eine Verhandlung auf mich zu. Das ist das eine. Das zweite, was ich festgestellt habe, vor allem jetzt in dieser Covid-Zeit, dass die meisten Leute, die im Vorstand sitzen, nach 2008 Vorstand geworden sind, also nach der letzten Krise. Und dass er seitdem nur bergauf ging. Und die Leute tatsächlich nicht gelernt haben, die Krise zu managen. Und jetzt total überfordert sind. Ja.
Und sie haben gesagt, gibt es die labilen Menschen auch im Business, ja, auch im Vorstandsebenen. Das glaube ich. Nämlich, weil gerade die Leute, die eben jetzt so in dieser Verantwortung sind, überhaupt keine Ahnung hat, wie man eine Krise managt. Ja? Und das ist schon erschreckend. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Schönwettermanager im Prinzip. Die sind sicherlich hervorragend darin, das unter guten Bedingungen das Unternehmen weiter voranzubringen, aber die sind es halt nicht gewohnt, dann in eine negative Situation zu kommen. Sie haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, kulturelle Unterschiede, deutschsprachiger Raum. Meine persönliche Erfahrung, weil ich auch mit Zyprioten und Ähnlichem, also Südeuropäern oder auch Türken ein bisschen verhandeln durfte, die sind das durch ihren Alltag ein bisschen mehr gewohnt. Ich meine, man denkt an den türkischen Basar, das ist vielleicht heute nicht mehr alles so, wie es früher mal war. Aber haben Sie das Gefühl, dass es Kulturen gibt, die natürlicher und dadurch besser verhandeln? Definitiv, ja. Also ich habe für mich so eine Theorie entwickelt. Ich glaube, dass alle großen Handelsnationen gute Verhandlungsführer sind. Also wenn man die großen Nationen anschaut, zum Beispiel Holland. Schon mal gegen einen Holländer verhandelt? Ja. Noch nicht. Das ist das meiste Stück dann. Das ist das meiste Stück. Das sind die verhandlungstechnisch in Europa mit Sicherheit die besten. Ja. Okay. Dann natürlich England, große Handelsnation, Indien, China. Also ich habe den Eindruck, dass Leute, die aus diesen alten Handelsnationen kommen, unheimliche Freude an der Verhandlung haben. Also auch so Middle East oder so, ja. So dieses, also nicht nur verhandeln des Verhandelns wegen, sondern auch wirklich mit Freude reingehen in so einen Prozess, weil es auch wirklich Spaß machen kann. Mhm. Andere Länder wie zum Beispiel Deutschland oder deutschsprachige Schweiz, wir haben nie gelernt zu verhandeln und wir haben auch wirklich keine Lust drauf. Wir sind unheimlich rechthaberisch, wir haben die besten Produkte und wir verstehen nicht, wieso die anderen unsere Genialität nicht erkennen und gleich zustimmen, ja, weil wir doch Recht haben. Und Rechthaberei ist in der Verhandlung tatsächlich etwas, was unheimlich schwierig zu verhandeln ist, weil die Deutschen halt immer versuchen zu überzeugen in einer Verhandlung. So, sie müssen doch verstehen, sie haben doch gestern gesagt, wir haben doch einen Vertrag. Ja. Also wir sind unheimlich schnell dabei, überzeugen zu wollen. Aber überzeugen ist leider eine ganz, ganz schlechte Strategie, weil man in schwierigen Verhandlungen nicht überzeugen kann. Mhm. Und das Ziel der Verhandlung sollte nicht die Überzeugung des Gegners sein, sondern das Ziel sollte sein, eine Lösung zu finden. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, weil ich dadurch natürlich sehr viel lösungsorientierter und positiver bleibe. Und wenn ich ständig versuche, den anderen zu überzeugen, mit Argumenten zu überschütten, dann komme ich logischerweise nicht zum Ziel. Das stimmt. Und was Sie auch sagen, dass viele Deutsche halt das als Pflicht sehen, ich muss jetzt verhandeln und gleichzeitig aber auch sehr viel gegeneinander verhandeln. Also dieses, da ist mein Gegner, jetzt muss ich aber meine 4% Forderung im Business komplett durchsetzen. Dabei ist es ja eigentlich Verhandlungen in der Regel, wenn man jetzt nicht unbedingt Geiselnehmer ist, eigentlich eher eine klassische Kompromisssuche. Und im Business ja nun mal häufig auch wirklich eine Win-Win-Situation am Ende. Sogar, dass zwar vorher zwei verschiedene Positionen dastehen, aber eigentlich am Ende für beide was Besseres rauskommen kann. Da müssen wir unterscheiden. Die Frage ist, ist Win-Win möglich? Und dann die zweite Frage, die sich anschließt, wann ist es möglich? Und das ist etwas, was gerade im deutschen Kulturraum aus meiner Sicht falsch gesehen wird. Also ich sage es mal, ein Einkäufer, machen wir ein ganz klassisches Beispiel. Ein Einkäufer kommt auf Sie zu, Sie sind Key Account Manager und der Einkäufer sagt, super gut, tolles Produkt, tolle Leistung, toller Service, aber aufgrund der internen Prozesse, ich brauche -10%. Mhm. So, hohe Forderung, keine Kooperation. Und was jetzt die meisten machen, zum Beispiel jetzt im Key Account Management, die sagen, okay, hier ist, was wir tun können, hier ist ein Angebot. Also die bieten eine Win-Win-Lösung an. Und das ist falsch. Weil wenn ich zu früh mit einer Lösung komme, dann gehe ich zu schnell in diesen kooperativen Bereich. So, der Einkäufer sagt natürlich, nö, ich brauche -10. Und jetzt werden sie total emotional, weil dieser blöde Einkäufer nicht versteht, dass sie recht haben und dass sie doch so ein tolles, faires Angebot gemacht haben. Und das ist so auch so eine typische deutsche Herangehensweise, dass wir nicht einsteigen und sagen, was wir wollen, sondern wir steigen gleich mit einer Win-Win-Vereinbarung ein. Mhm.
Aber was wir einfach lernen sollten, denke ich, die Win-Win-Lösung steht am Ende und nicht am Anfang. Genau, das meinte ich, dass am Ende eine Win-Win rauskommen kann. Aber das heißt nicht, dass man am Anfang, weil viele halt sofort denken, ah, was könnte der denken, wenn ich das und das sage? Weil sie haben gesagt, Deutsche sind recht rechthaberisch in Verhandlungen. Das heißt, sobald man etwas dagegen sagt, beleidigt man ihn ja quasi schon persönlich, weil man sagt, hey, du hast damit nicht recht mit diesen -10%. Das heißt, Leute sind schnell angegriffen. Sie haben gesagt, emotionale Basis. Jetzt ist es ja bekanntlich so, man kann entweder auf der Emotionsbasis diskutieren oder auf der Faktenbasis. Was mache ich jetzt, wenn mein Gegner schon auf der Emotionsbasis ist? Kann ich ihn auf die Faktenseite holen oder muss ich auf die Emotionsseite rübergehen? Ja, also definitiv nicht rübergehen. Die Frage ist ja, warum ist er da? Also wenn Leute emotional werden, und ich gehe jetzt davon aus, dass sie negative Emotionen meinen, dann sieht dieser Mensch ja irgendwo eine Gefahr. Mhm. Also irgendwas ganz Schlimmes. Und das muss ich halt wegnehmen. Und das beste Mittel dazu ist, dass man über Gemeinsamkeiten spricht, nicht über den Konflikt. Das Beste ist, dass man Menschen respektvoll behandelt. Und wenn man respektvoll Gemeinsamkeiten betont, dann beruhigen sich die Leute auch wieder. Was man auch machen könnte natürlich, man könnte den Stress des Gegners für sich nutzen. Also den Gegner in einen Fehler reindrängen, um ihn dann tatsächlich für sich ausnutzen zu können. Geht aber natürlich nur bei einer sehr kurzfristigen Aktion und wenn ich keine langfristigen Interesse habe. Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, wenn Sie der Key Account Manager sind, ich bin der Einkäufer, ich merke, Sie werden emotional, Sie werden laut, dann rufe ich Herrn Chef an und sage, wollen Sie mal hören, wie der Herr Reimers gerade mit mir spricht? Ja. Ich glaube, das ist nicht unser Verständnis von Partnerschaft. Das ist die Eskalationslösung. Genau, und so kann ich sie austauschen, wenn ich mit ihnen nicht zurechtkomme. Ja, das wäre zum Beispiel so der Klassiker. Das stimmt. Jetzt, Sie haben schon zweimal gesagt, hohe irrationale Forderungen stellen keine Kooperation. Ich habe schon gesagt, der Deutsche denkt viel in Win-Win. Das ist genau das Gegenteil, denkt man erstmal. Was steckt hinter dieser Strategie der hohen irrationalen Forderungen und keine Kooperation? Es ist eine Demonstration der Macht. Also wenn ich eine hohe irrationale Forderung stelle, von der ich hundertprozentig weiß, die kann mein Gegenüber nicht erfüllen, dann signalisiere ich auch, ich bin in einer mächtigeren Verhandlungsposition als du. Ich brauche dich überhaupt nicht. Ja? Ich brauche keine Lösung mit dir. Ich sage einfach mal, was ich möchte, um den anderen tatsächlich vor mir herzutreiben. Und der Sinn, also dieser große Sinn der irrationalen Forderung ist tatsächlich Demonstration der Macht in Kombination mit Unabhängigkeit. Also ich brauche dich nicht, ich brauche keine langfristige Beziehung zu dir. Auf der Gegenseite wird das meist so wahrgenommen, so huhuhu, der ist jetzt gegen mich, ja, ich will doch Win-Win. Und was dann viele machen, viele geben nach, viele schwenken ein, weil sie Angst haben vor diesem Konflikt. Und das heißt keine Kooperation, nicht im ersten Step schon nachgeben, ja gut, dann lass uns bei der Mitte treffen, sondern erstmal hart bleiben und gucken, wie weit der andere einem entgegenkommt. Ja, Achtung, bitte hart bleiben in der Sache. In der Sprache sind wir immer nett und höflich und so, weil es viele verwechseln. Also Deutsche verwechseln das ständig. Deutsche glauben immer, man muss hart reden und das ist Quatsch. Ja. Man sollte sehr, sehr respektvoll miteinander umgehen, aber in der Sache logischerweise bei sich bleiben und nicht sofort einschwenken und die eigene Forderung wieder abschwächen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, was für eine Art Mensch ist Geiselnehmer, was für eine Art Mensch ist Geiselverhandler. Würden Sie sagen, Sie haben schon gesagt, die meisten Manager verhandeln eher schlecht, aber gibt es da so ein paar, die Sie vielleicht rausgreifen können von Politikern oder anderen Personen, die man kennt, wo Sie sagen würden, hey, das ist ein richtig guter Verhandler? Da muss ich ein bisschen in die Geschichte gehen, weil zurzeit gibt es nicht sehr viele, die mich da wirklich, die mich wirklich beeindrucken. Also, wen ich zurzeit unheimlich gut finde, ist Michel Barnier, also der Verhandler auf EU-Seite in der Brexit-Verhandlung. Was er schafft, dass er sich die 27 Mitgliedsländer ständig hinter sich hält und noch keiner da wirklich ausgebüxt ist. Unheimlich, finde ich, ganz, ganz große Leistung. Und er bleibt auch immer nett und immer respektvoll. Also ich glaube, wenn man den abends mal beim Bierchen treffen würde, ich glaube, da würde ich ganz schön vom Leder ziehen, aber er ist sehr wirklich immer noch sehr kooperativ, obwohl er wirklich sich so viel Schwachsinn schon anhören musste. Von den Leuten, die ich kennengelernt habe, also die ich persönlich kenne, mein großes Vorbild Wischnewski, das war der Hintergrundverhandler damals, wen ich super schätze, Horst Teltschik, den kenne ich auch persönlich, der die Verhandlungen zur Deutschen Einheit ja
da konzipiert hat. Der Herr Ischinger ist super, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Also es gibt schon ein paar so unheimlich professionelle, sehr erfahrene Verhandler. In Berlin den Sean Kornblum, ehemaliger Botschafter in Berlin. Ich habe die Catherine Ashton kennengelernt, die ehemalige Repräsentative von der Europäischen Union. Ganz, ganz tolle Frau, super, super smart. Es gibt schon ein paar. Zurzeit in der deutschen Politik, die, ich weiß nicht, vielleicht kommen die noch oder vielleicht zeigen die sich noch zu wenig, aber so richtigen Knall habe ich noch nicht gesehen zurzeit. Ja, Sie haben schon gesagt, Michael Barnier, das ist jetzt ja einer, den der durchschnittliche EU-Bürger jetzt gar nicht unbedingt aus dem Hut ziehen kann. Und den Namen hat man gehört, aber jetzt aktiv drauf kommen ist was anderes. Man denkt ja bei Brexit eher an Boris Johnson, Angela Merkel, vielleicht noch Theresa May. Ist das eher das Gegenteil, dass die Profi-Verhandler den ganzen Tag verhandeln und dann kommt Angela Merkel rein und macht eigentlich die ganze Verhandlungsstrategie kaputt, weil sie sagt, hey, komm, lass uns mal eine gemeinsame Lösung finden? Also Frau Merkel, glaube ich, ist noch die disziplinierteste von allen, die nicht ganz so laut in der Öffentlichkeit auftritt. Boris Johnson ist natürlich schon ein eigenes Kaliber, der natürlich jetzt auch, sage ich mal, den Wahlkampf dadurch gewonnen hat, dass er gesagt hat, wenn er verhandelt, dann kriegt er es hin. Also er hat sich ja intern unheimlich festgelegt. Ja. Und ich meine, heute ist der 3.12. und es gibt immer noch kein Handelsabkommen. Jetzt hat es noch 2 Wochen vielleicht, ja, und dann muss er eins präsentieren oder er geht wirklich mit No Deal raus. Mhm. Aber der hat natürlich auch alle Verhandlungsfehler dieser Welt gemacht, also diese ständigen Vorwürfe, diese ständigen Festlegungen, diese ständige Reden vom No Deal, das finde ich ganz schlimm. Also ich finde, wenn man eine Verhandlung beginnt, dann muss man die Verhandlung auch weiterführen. Oder man möchte keinen Deal, dann darf man aber nicht verhandeln. Aber in die Verhandlung einzusteigen und jeden Tag von No-Deal zu sprechen, das ist super unprofessionell. Weil, was denkt denn die Gegenseite? Der will ja gar nicht mit mir. Ja. Mhm. Und also ich glaube ja, dass Boris Johnson eine super, super schlechte Verhandlungsposition hat, weil er ja, glaube ich, zumindest darauf spekuliert hat, dass er einfach mit Amerika, mit seinem Kumpel Donald Trump, ja, einen super geilen Deal dann hinbekommt. Aber wie wir alle wissen, im Januar wird Donald Trump nicht mehr im Amt sein und dann muss er sich in der neuen Regierung rumschlagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die UK der EU vorziehen. Nee. Also ich glaube, dass der eine unheimlich schlechte Position hat. Ich denke es mal, er wird wahrscheinlich schon nochmal drüber nachdenken, ob ein No-Deal wirklich so schlau ist. Ja? Aber gut, ich habe einen Engländer gesprochen. Engländer hat zu mir gesagt, Schraner, ihr werdet Riesenprobleme bekommen in Europa. Ja, wenn die das glauben. Also, es kann ja auch sein, dass er auf den No-Deal hinspekuliert und am Ende sagen zu können, ja, das lag aber jetzt an der EU, dass es uns wirtschaftlich so schlecht geht. Das kann ja auch sein. Aber mal angenommen, er möchte einen Deal. Wird so ein Johnson denn beraten? Sie haben gesagt, er macht unfassbar viele Verhandlungsfehler. Wird so jemand beraten oder würden Sie sagen, er ist einfach beratungsresistent? Also wenn er beraten wird, dann von den falschen Leuten. Also verhandlungstechnisch, wenn er gute Berater hätte, dann dürfte er als Premierminister sowieso nie am Verhandlungstisch sitzen. Mhm. Er dürfte überhaupt nichts sagen. Also es ist ja genauso wie zum Beispiel Ursula von der Leyen, die ist ja die Chefin quasi von Barnier. Ja? Die sagt ja immer nur, super, wir haben uns alle lieb, wir lieben England, wir werden England immer lieben. Also die spricht ja vom großen gemeinsamen Bild. Und Barnier sagt schon zwischendurch mal, puh, schwierig. Ja? Aber es hat noch keiner den Johnson persönlich angegriffen oder irgendwas Negatives gesagt. Boris Johnson macht ja alles in einer Person. Also er sagt, die EU ist blöd und die von der Leyen ist blöd und Barnier, also das ist ja unerträglich. Also hätte er gute Berater, dann würde er ein Verhandlungsteam ins Rennen schicken mit einem klaren Mandat, mit einem klaren Auftrag und er würde so präsidial im Hintergrund sagen, wir kriegen das dann doch irgendwie hin. Aber so, wenn es schief geht, ist sein Gesicht auf dem Cover von allen Zeitungen. Ja, auch der Verhandlungsführer kann ja nicht mehr eskalieren oder sich selbst zurückziehen nach dem Motto, ich muss erstmal meinen Chef fragen. Ich finde, wir haben hier ein gutes Ergebnis erreicht oder auch nur, hey, das ist ein Angebot von deiner Seite. Ich muss jetzt einmal Rücksprache mit Frau von der Leyen erhalten im Fall von Herrn Barnier. Das heißt, Boris Johnson sitzt selber am Tisch. Das heißt, er müsste eigentlich selber schon am Tisch Ja oder Nein sagen, weil er in der Machtposition ist. Kennen Sie die Namen vom Verhandlungsführer? UK? Never heard.
Genau, das ist das Problem. Ja. Ja. Eigentlich müsste der Verhandlungsführer von UK in den Medien sein. Das müsste der oder diejenigen sein, die sagen, ganz, ganz schwierig und Fischerei und so. Aber man kennt die Leute gar nicht, man kennt immer nur den Johnson. Mhm. Und der steht für das Problem. Und eigentlich müsste er für die Lösung stehen. Ja? Also der, der dann am Schluss kommt und sagt, okay, haben wir uns auch wieder alle lieb. Ja? Aber deshalb wird er auch ganz, also ich glaube nicht, dass er gut rauskommt aus der Nummer. Dann nehmen wir doch jetzt mal an, der Boris Johnson ruft an und sagt, Mensch, Schraner, Negotiation Institute, ich brauche hier mal ein bisschen Hilfe. Wie sieht so eine Beratung von Ihnen aus? Verhandeln Sie selbst oder bringen Sie den Mandanten nur in eine bessere Verhandlungsposition? Also Nummer eins ist, ich höre mir einfach mal an, wie die Verhandlung so läuft aus deren Sicht. Ja? Dann sage ich, okay, super, vielen Dank. Jetzt gucken wir mal, was wollen Sie eigentlich erreichen? Was ist das Ziel? Also Boris würde fragen, Boris, was willst du denn? Willst du einen Deal oder willst du No Deal? Das musst du mir sagen, weil dann baue ich die Strategie danach. Wenn er sagt, nee, schon ein Deal, dann sagt man, okay, dann lass uns mal die Strategie mal analysieren. Wie läuft sie bisher? Und würde man diese Strategie weiterfahren, würde man dann in einen Deal kommen oder in einen No Deal kommen? Und dann merkt man, ob man die Strategie beibehalten kann oder ändern müsste. Wenn die Strategie fertig ist, dann spricht man über die Taktik, also über das, was man tut. Also zum Beispiel Verhandlungsteam aufsetzen. Ich würde sagen, Timeframe, also sagen, okay, wir haben jetzt noch eine Woche. Ich würde ein neues Verhandlungsteam reinschicken. Ich würde mich selbst zurückziehen. Also Boris soll sich zurückziehen, die große Linie, das große Bild besprechen. Und er müsste sich auf alle Fälle jetzt tatsächlich persönlich komplett rausziehen und dürfte auch nicht mehr am Verhandlungstisch zu sehen sein. Mhm. Und dann, also mal unter uns, so schwierig ist das Ding auch nicht zu verhandeln. Ja? Da geht es ja nicht um den Gazastreifen oder so. Also da geht es noch um ein paar Fischlein, die rumschwimmen, die sowieso zu über, glaube ich, 90% an die EU weiterverkauft werden. Ja? Mhm. Also, und im Irland. Und im Irland, ja. Aber das war eigentlich auch geregelt. Also aber, das, ja, aber das hat er ja selber wieder abgelehnt. Ist das, weil im Grunde hat er sich ja selber in eine Deadlock-Situation gebracht, weil er gesagt hat, wir hatten einen Kompromiss, aber jetzt hat er den Kompromiss aufgekündigt und gesagt, nein, ich mache ein Gesetz in den UK, was diesem Kompromiss komplett gegenübersteht. Das heißt, er ist im Prinzip ja in die Drohungssituation gegangen. Ist das das Schlimmste, was man in einer Verhandlung machen kann, weil man sie damit eigentlich abbricht? Nee, er hat sogar noch was viel Schlimmeres gemacht. Er hat seine eigene Glaubwürdigkeit dadurch auch beschädigt. Ja. Also wenn du drohst und sie durchziehst, ist ja okay. Aber ständig zu drohen und ständig irgendwas Blödes zu sagen und dann immer wieder, also der ist ja nicht verletzlich. Du hast ja du hast nicht mehr das Gefühl, dass du jemanden auf der Gegenseite hast, mit dem du was aufbauen kannst. Mhm. Und das finde ich schon schlimm. Und also meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass er im Griff hat, was jetzt dann passieren wird. Also Schottland möchte doch die Unabhängigkeit und es gibt ja verschiedene Bestrebungen und so. Ich weiß nicht, ob der wirklich im Blick hat, was da auf ihn zukommt. Und also ich persönlich glaube, dass er nicht mehr lange im Amt sein wird. Lass uns überraschen. Jetzt haben Sie gesagt, eigentlich das Erste ist, man muss Ihnen erstmal ehrlich sagen, was man will von der Verhandlung. Erstens, wissen die meisten überhaupt, was sie wirklich wollen, wenn sie zu Ihnen kommen? Ja. Und zweitens, hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Ihnen jemand nicht die Wahrheit gesagt hat, obwohl Sie gesagt haben, hey, du musst mir das ganz klar sagen, sonst kann ich dir nicht die richtige Strategie an die Hand geben? Nee, also wenn ich so eine Beratung mache mit unseren Kunden, es werden bestimmte Regeln aufgestellt. Eine Regel ist zum Beispiel, es bleibt alles unter uns. Eine Regel heißt zum Beispiel, lasst uns streiten. Eine Regel heißt, dass ich mir die Erlaubnis hole, dass ich ehrlich sein darf. Und dann provoziere ich die Leute einfach brutal. Also die sagen halt, ich will Betrag X und ich sage, glaube ich nicht. Und dann, also ich versuche die Leute in einen Streit reinzukriegen. Mhm. Weil, wie sie sagen, die meisten kennen das eigene Ziel nicht. Also die meisten wissen irgendwie, was sie nicht wollen. Ja. Aber sie wissen nicht, was sie wollen. Und wenn man fragt, was ist dein Ziel, dann kommen die mit so einem kleinen Minimalziel, dass du sagst, hey, deshalb willst du verhandeln, weil die schon so eine Angst haben vor dem Konflikt, dass sie sich selbst schon in der Zielsetzung klein machen. Ja, interessante Sichtweise. Aber wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte das und das und das, hat er ja meistens schon selber eine Strategie irgendwie so grob im Hinterkopf oder er glaubt, es sei eine Strategie. Müssen Sie da viel schon gegen feste Denkmuster ankämpfen?
Nee, die Leute haben überhaupt keine Strategie. Die meisten haben aus einer sehr großen intuitiven Betrachtung versucht, eine Lösung zu finden. Sind dann, also wenn man es mal in Konzernen denkt, sind dann mit dieser möglichen Lösung zu den Juristen gegangen, zum Legal. Und Legal hat dann gesagt, schwierig, ja, da haben wir Bedenken. Und dann wird das Ganze zurückgefahren, dann wird das Ganze juristisch bewertet. Und dann kommt so eine Phase, ist mein Eindruck, ich nenne es so eine Ermüdungsphase. Also, sagen wir mal, CEO will eine Lösung, gibt es an die Juristen, sagt, geht das? Dann brauchen die Juristen natürlich 100 Jahre, bis sie mit der ersten Einschätzung kommen. Und dann heißt es, schwierig. Ja. Da gibt es, es kommt drauf an so. Und dann gibt es halt viele Vorstände, die sagen, gegen den Rat meiner Juristen mache ich gar nichts. Dann steht die Verhandlung sehr, sehr lang. Werden sehr viele Optionen natürlich auch natürlich verpasst. Oder ein Vorstand sagt, okay, ich mache jetzt einfach weiter. Ja. Und dann kommen wir. Und dann sagen wir meist, jetzt stellen wir die juristische Lösung mal beiseite und versuchen mal neben der juristischen Lösung, bitte natürlich im gesetzlichen Rahmen, aber halt abseits von dem, was bisher besprochen worden ist, eine neue Lösung zu finden. Und dann braucht man eine gewisse Kreativität, weil würde man das nutzen, was bisher gesagt worden ist, würde man nicht weiterkommen. Sonst hätten wir schon eine Lösung gefunden. Also muss man das Ganze ein bisschen, am Tisch ein bisschen zerschlagen und wieder neu sortieren. Und also wenn ich eine Fähigkeit in meinem Leben habe, dann die, dass ich einfach eine Verhandlung anders betrachte als andere Menschen. Mir hat mir jemand so erklärt, wenn man schon 5 Fremdsprachen spricht, dann ist es leichter, die 6. Fremdsprache zu lernen, weil man bestimmte Cluster sieht. Und bei mir ist halt in der Verhandlung so, ich mache seit 20 Jahren nichts anderes als Verhandlungen zu coachen. Ich merke halt, wenn mir jemand von der Verhandlung erzählt, ich sehe halt Cluster. Also ich sehe Schnittmengen, ich sehe bestimmte Punkte, wo ich merke, das wird schiefgehen. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich die Fehler schon sehe, bevor die Leute es machen. Und das ist etwas, was mir einfach hilft, weil ich von außen drauf gucke und nicht im System involviert bin. Und nicht emotional verbunden sind. Null, totale Distanz. Ja. Aber nochmal zum Thema emotional. Sie haben gerade gesagt, um wirklich ranzukommen, was der Gegenüber wirklich möchte von den Verhandlungen, führen Sie quasi eine Streitsituation herbei. Tun Sie das, weil man im Streit ehrlicher ist oder weshalb machen Sie das? Ja, vielleicht nicht ehrlicher, aber zumindest, dass man auf neue Punkte kommt, dass man es neu überdenkt. Aber Achtung bitte, dieser interne Streit ist in der Vorbereitung, nicht in der Verhandlung. Ja, das habe ich jetzt gehofft. Genau. Also nicht, dass es jemand verwechselt jetzt. Also in der Vorbereitung muss man sich ein bisschen streiten, finde ich. Da muss man auch mal verschiedene Sichtweisen übereinanderlegen. Weil wenn man das nicht macht, dann macht es der Gegner mit einem in der Verhandlung. Ja. Und dann wird es gefährlich. Also deshalb ist es viel, viel besser, vorher sich wirklich mal ein bisschen zu kabbeln, damit man mit einer größeren Klarheit in die Verhandlung einsteigt. Und da sagen Sie, Sie haben jetzt ganz häufig gesagt, man muss sich quasi in die Machtposition bringen oder man muss sehen, wo seine eigene Machtposition ist. Jetzt gibt es ja aber Situationen, wo die meisten Deutschen zumindest sagen würden, hey, ich habe hier null Machtposition. Ich habe hier einen Lieferanten, der mein einziger Lieferant ist. Oder ich habe eine Muttergesellschaft, mit der ich verhandle, bei der ich ein ganz kleines Lichtlein bin. Wie erkenne ich, wo meine Machtposition liegt oder wie schaffe ich meine Machtposition? Erkennen tue ich es nie. Weil es gibt ja keine App oder so, wo man feststellen kann, welche Machtposition man hat. Es ist ja immer eine subjektive Einschätzung der Situation. Und je mehr Angst ich habe, desto schwächer ist die eigene Position. Das bedeutet, dass man sich überhaupt keine Mühe machen sollte in der Analyse von Machtpositionen, weil man es ja schlichtweg nicht wissen kann und auch nie weiß, wo das hingeht, also welche Möglichkeiten es gibt. Also wir empfehlen immer zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal rein mit dem Gefühl, ja, ich will mit ihm eine Lösung finden. Und wenn der mit mir spricht, will er mit mir auch eine Lösung finden. Das heißt, wir sind auf Augenhöhe, wir sind in der gleichen Machtposition. Also wir gehen nie rein mit diesem Gefühl, wir sind stark. Wir gehen aber auch nie rein mit dem Gefühl, wir sind schwach. Sondern einfach reingehen und sagen, hier bin ich.
und wie kann man Macht am besten der Gegenseite tatsächlich auch präsentieren, indem man irrationale Forderungen stellt, weil man dadurch zeigt, ich bin mächtig. Herr Schraner, Sie haben leider nicht so viel Zeit mitgebracht, aber ganz herzlichen Dank, dass Sie überhaupt Zeit für mich aufopfern konnten. Deswegen ganz am Ende nochmal, Sie haben dreimal jetzt schon eine Sache gesagt, nämlich puh, schwierig. Können Sie unseren Zuhörern noch verraten, was dahinter steckt, was da für ein kleiner Tipp ist, den man vielleicht auch im Alltag mal anwenden kann? Ja, wir werden ja oft gefragt, du, was mache ich denn jetzt wirklich in der Praxis, wenn ich mit dieser irrationalen Forderung konfrontiert werde? Also wenn der Geiselnehmer sagt, Fluchtwagen, wenn der Einkaufsleiter sagt, -10%, wenn der Key Account Manager sagt, +10%, wenn Chef, Chefin sagt, also immer wenn man mit einer Forderung konfrontiert wird, dann gibt es ja die große Gefahr, dass man sich schnell festlegt. Also dass man sagt, nein, das geht nicht, oder ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Das Problem bei der Festlegung ist, dass ich mir dann alle Brücken selbst abbreche und ich mich nicht mehr bewegen kann. Weil wenn ich Nein gesagt habe, dann war es halt Nein. Und wir haben bei unserem Institut vor vielen, vielen Jahren das Wort schwierig mal eingeführt. Das kommt noch von der Polizei. Das haben wir immer gesagt, wenn wir konfrontiert worden sind mit irgendwelchen komischen Forderungen. Wir haben immer gesagt, okay, schwierig. Und man sagt schwierig, man zählt leise bis 3 und man hat sich nicht festgelegt und bleibt in der Verhandlung. Und man kann eben schwierig sagen, man kann interessant sagen, man kann sich Notizen machen, egal wie, was man nicht machen darf. Man darf nicht sofort auf eine Forderung reagieren, weil durch die Forderung die Gegenseite ja Macht demonstriert. Und wenn ich sofort dagegen gehe, dann zeige ich natürlich auch meine Schwachpunkte und zeige, wovor ich Angst habe. Also die große Kunst ist aus unserer Sicht, das eigene Spiel zu spielen und nicht das Spiel des Gegenübers anzunehmen. Und das ist am besten, wenn jemand schon anfängt, also wenn die gegnerische Seite mit einer hohen, irrationalen Forderung kommt, einfach zu sagen, schwierig. Leise bis 3 zählen, Gemeinsamkeiten betonen, um dann wieder einzusteigen. Wobei natürlich, wenn die gegnerische Seite mit einer hohen Forderung kommt, habe ich eh schon einen Fehler gemacht, weil ich sollte ja der Erste sein, der die Forderung stellt. Da merke ich schon den Fehler. Ich finde es nämlich ganz schwierig, dass Sie jetzt gehen müssen. Ich hätte am Anfang gleich sagen müssen, wir machen hier 3 Stunden. Herr Schraner, ich möchte trotzdem ganz herzlich danken. Ich habe schon gesagt, Schraner Negotiation Institute. Ich selber habe Sie als Keynote-Speaker erlebt. Ich glaube, alle haben jetzt aus dem Gespräch rausgehört, dass das ganz faszinierend ist, wenn Sie da auf der Bühne reden. Wo kann man Sie noch finden? Was würden Sie gerne noch loswerden? Also wir haben ja diese große Vision, dass wir eine Community formen möchten mit Leuten, die einfach genauso fasziniert sind von Verhandlungsführung wie wir selbst und sind sehr, sehr global, sehr weit mittlerweile. Wir haben ein unheimlich gutes Netzwerk an echten Leuten, die einfach wirklich sich mit dieser Thematik beschäftigen und austauschen. Wäre super, einfach bitte bei uns auf die Website gehen. Man kann sich bei uns auf der Startseite so eine Checkliste downloaden, um einfach mal zu sehen, wie man sich wirklich richtig vorbereitet auf Verhandlungen. Gerne für unseren Newsletter eintragen, wo wir ständig mit neuen Informationen kommen. Und für mich ein ganz wichtiges Medium ist LinkedIn. Bitte einfach Matthias Schraner auf LinkedIn suchen. Und da poste ich jeden Tag über Boris Johnson, über Frau Merkel, über Verhandlungen. Und ja, lassen Sie uns einfach in Kontakt bleiben und lassen Sie uns dieses Thema einfach gemeinsam weiterentwickeln. Ich meine, jetzt mit Digitalisierung durch Covid, Globalisierung, Online-Auktionen, RFPs, also es geht ja ständig weiter, es bleibt ja nicht stehen. Herr Schraner, ganz herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss.